So, also was man jetzt hört, ist mal der sogenannte P-Oszillator. Und P war wahrscheinlich Pitch oder was auch immer die Bezeichnung. Es ist eigentlich der Hauptoszillator. Den kann man hier stimmen. Und dann gibt es eben zusätzlich die vier Teilfrequenzen. Die kann man hier mit so Kippschaltern dazu schalten. Also man kann sie auch ohne den Hauptoszillator eben verwenden. Die kann man dann in der Lautstärke dazu regeln. Und hier gibt es dann diese Schaltmatrix, wo man dann von, ob das jetzt wirklich genau dann die Teiler sind, das zum Beispiel auf 1 passiert mal gar nichts. Auf 2 wäre dann 1 durch 2. Auch hier dieses Element, dieses Schaltelement, woher sie das genommen haben, wissen wir nicht, aber es war wahrscheinlich nicht für so ein Instrument bestimmt, weil auch hier dieser Leerweg zum Beispiel zwischen 10 und 11 ist eigentlich eher umständlich dann beim Spiel, wenn man zum Beispiel schnell umschalten möchte. Runter. Das ist jetzt so, glaube ich, die tiefste Frequenz, die er erzeugen kann. Ja, und davon gibt es dann eben vier Stück. Wenn man so lustige rhythmische Überlagerungen zum Beispiel zustande bringt. Zusammenstellen oder eben das Ganze dann auch mit dem Bandmanual. So, das wäre mal so das Herzstück eigentlich. Das müsste jetzt auch hier schon funktionieren. Kann man sehr schön über den. Kannst du mal ein bisschen in den Audiobereich bringen? Ein bisschen höher hier, ja, doch, ja. Sinus vielleicht. Oh, achso, ich bin ja im Super-Audio-Bereich, fällt mir gerade ein. Vielleicht mal ein Sinus. Sinus, ja. Oh, schön. Besser? Dann kann man hier wunderbar. Ein Volt genau drauf ist. Mhm.